Die Vorbereitung zur Landung beginnt schon im Anflug zum Landeplatz. Die Landeeinteilung richtet sich nach der räumlichen Ausdehnung des Platzes und nach den Windverhältnissen. Bei Windstille oder schwachem Wind folgt die Landeeinteilung dem bekannten Muster. In unserem Beispiel einer Rechtsvolte. Höhenabbau, falls notwendig, an der Position durch Vollkreise rechts. Gegenanflug, Queranflug und Endanflug. Bei stärkerem Wind wird die Landeeinteilung darauf abgestimmt. An der Position fliegt der Pilot wegen des starken Windversatzes keine Vollkreise mehr. Der Gegenanflug entfällt und der Gleitschirm driftet mit Vorhaltewinkel direkt in den Queranflug. Mit einer letzten Kurve dreht der Pilot den Schirm gegen den Wind in den kurzen Endanflug. Beim Abbauen der überflüssigen Höhe an der Position erfliegt sich der Pilot den ungefähren Gleitwinkel für diesen Wind. Mit entsprechendem Vorhaltewinkel driftet er im Queranflug, bis der Peilwinkel dem erwarteten Gleitwinkel entspricht. Nach dem Eindrehen in den Endanflug richtet sich der Pilot auf, stabilisiert das Fluggerät und konzentriert sich auf die Landung. Je stärker der Wind, umso dosierter werden die Bremsen herabgezogen. Nach der Drehung zieht der Pilot die hinteren Gurte zügig nach unten und geht dem Schirm entgegen. Eine Sonderform der Landung ist die Hanglandung. Sie erfolgt immer quer zum Hang, niemals bergauf. Besonders bei der Hanglandung ist es wichtig, auf den Landepunkt zu peilen und sich nicht von der Höhe über Grund täuschen zu lassen. Der Pilot richtet sich im Endanflug frühzeitig auf und stabilisiert das Fluggerät. Beim Ausgleiten wird der Schirm nicht abrupt gestallt, sondern sanft abgebremst und durch Mitlaufen des Piloten zum Stillstand gebracht. Top-Landungen erfordern präzise Flugtechnik und eine spezielle Einweisung in das jeweilige Gelände. Dabei lernt der Pilot, turbulente Bereiche zu meiden und in der laminaren Anströmung zu bleiben. Während an der Hangkante noch eine aufwärts gerichtete Komponente zu erkennen ist, dominiert im Bereich des Endanflugs deutlich der Gegenwind. Zur Sicherheit wird der Endanflug etwas höher angesetzt. Der Gleitwinkel kann bei Gegenwind gut mit dosiertem Bremsleineneinsatz verkürzt werden.